Ja, mein Mikro war jetzt ganz leise. Toll. Ich glaube, da ist es. Ich glaube. Erfolg 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ey, Süße. Ich bin allein, du bist allein. Wie wäre es, wenn du mal rüberkommst und wir ein wenig Knickknack machen, ne? Und dann kannst du mich auch dein Daddy nennen. Yes, Daddy. Also, hässlich sieht sie ja nie aus. Falls sie im Geist ist. Oder was sie auch immer ist. Hast du Scary Movie gesehen, Süße? Da gibt es auch so eine Szene, wo jemand vom Geist soll genommen werden, aber dann nimmt er den Geist. Und so machen wir das dann auch. Wie wäre es, du und ich gleich hier die Ecke? Schade. Darf ich mitmachen? Natürlich. Du darfst auch mitmachen. Oh, das Kackloch ist noch immer da. Sonst redet keiner im Kackloch mit mir. Dann habe ich mein Ziel aus den Augen verloren. Moment. Ah, toll, eine neue Kassette. Rausgegangen jetzt wieder da. Adel. Hätte sie gerne näher kennengelernt. Sah nett aus.
Sorry, ich brauch kurz einmal eine, ja, sagen wir, Beruhigungsrunde. So. Ich stehe jetzt nicht nochmal in die Stimmung. Hole mir den Kopf des Karpfen. Was für ein Karpfen? Nani? Enttäuschend Stock. Was ist das für ein Geräusch? Piranha oder was? Willkommen im Jurassic Park. Da fällt auch ein Erfolg. Ich sehe es nicht mal. Naja. Habe ich jetzt eine Karpfen verloren? Begehre nicht den Leib des Fisches. Renne den Kopf ab und bring ihn just zu mir. Fragezeichen. Magst du es nicht, dies selbst zu tun? Dann finde jemanden, der es kann. Jesus, bist du es? Wenn ja, dann antworte mit Daddy. Apropos Japan, Jesus, ich habe noch nichts von den Patreon-Sachen gefunden. Okay. Ich habe auch viel zu viel Angst, um mich viel zu viel umzuschauen. Das ist mein Problem. Hallo? Hey? Was ist los? Was ist los? Nante mono o motte kiteru no? Was hast du da? Willst du etwa, dass ich ihm den Kopf abschneide? Und damit nicht näher. Geh und schmeiß ihn weg. Thank you.
Gott, riecht es hier nach Fisch. Ich glaube, ich muss mich unten oben mal erwaschen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Wo ist das denn jetzt bitte? Das Haus nicht mehr. Hilfe, ich will nicht mehr. Wir werden sterben. Gott! Ja, Mann, Jesus! Aber ich habe die Puppe gefunden. Oder sie hat mich gefunden. Ich bin mir noch unsicher. Was? Sich gedreht. Da kriege ich Gänsehaut. Ich hasse Puppen in Horrorspielen. Keine Puppen, ja, da sind wir uns einig. In Horrorspielen Puppen ist ja das Schrecklichste überhaupt. Tote Vogel. Eine Kassette, Puppe. Gott. Ich hätte gedacht, die wäre jetzt da, die Kassette bei der Puppe, weil da war doch auch eine Puppe offen.
Oder es gibt noch einen Raum mit einer Puppe. Ist so ekelhaft. Ich finde die Kassette nicht. Sie macht es mir ist es seit unangenehm, hier zu suchen. Irgendwie bezweifle ich zwar, dass sie was macht. Also im Moment. Wir müssen eindeutig danach was anderes noch spielen. So Hundewelt-Videos gucken. So. So.
gesehen und es war gerade. Gott. Bitte nicht. Nein, wir sind die Willen. Ach, das Schlimmste war der war das Puppenhaus. Es war so schrecklich. Was? Mama geht's nicht so gut. Gesehen.